Sachbearbeiter wollen weiter. Es nervt sie, dass der Gefangene mit seinem angeblichen Schlafanzugproblem sie aufhält. Der Inhaftierte ist jetzt zum dritten Mal auf die Notrufanlage gegangen, weil der Schlafanzug erneut kaputt ist. Also schon das dritte Mal jetzt. Und jetzt gehen wir halt nochmal gucken. Der Beamtin reicht es. Sie kontrolliert den Austausch jetzt persönlich. Vermutlich hat der Gefangene die anderen beiden Schlafanzüge zerrissen. Oh ja, der sieht auch nicht gut aus. Da müssen wir nochmal komplett tauschen. Okay, das sieht nicht gut aus. So, weggucken, bitte. Wieso geben Sie die eigentlich gar nicht uns aus? Die vorher nachprüfen und so. Wo ist das gut? Jetzt passt. Perfekt. Tschüss. Die Sachbeschädigung ist nicht nachzuweisen. Die kaputten Schlafanzüge werden in der Kammer von Gefangenen repariert. Ich glaube, es liegt daran, dass die mit ihrer Gesamtsituation einfach selber nicht zufrieden sind. Also ich glaube schon, dass die sich teilweise über sich selber ärgern und dementsprechend ein anderes Ventil suchen, um ihren eigenen Frust irgendwo abzubauen. Und deswegen beschweren sie sich halt über viele Sachen, die hier deren Meinung nach halt nicht wirklich laufen. Gut 500 Gefangene werden zweimal in der Woche mit frischer Wäsche versorgt. Das ist ein logistisches Meisterstück. Dennis hat sich daran gewöhnt, in Knastkleidung herumzulaufen. Das hat er sich als unverbesserlicher Wiederholungstäter selbst eingebrockt. Später. ...12:30 Uhr, Verbindungstunnel. Marcel und die anderen Hausarbeiter vom D-Flügel holen das Mittagessen für ihre Abteilungen rein. Christian Lauterbach beaufsichtigt die Gefangenen auf dem Weg zurück in das Hafthaus. Lauterbach, kannst du bitte den Hausarbeiter annehmen? Danke. So, 3, 4. Kommt ihr bitte mit? Alle? Die Hausarbeiter der ersten Etage werden von einem Kollegen übernommen. Christian Lauterbach begleitet Marcel nach unten auf die Abteilung D1. Der 31-jährige Justizvollzugsbeamte ist seit 5 Jahren im Dienst und weiß, wie man mit den jugendlichen Insassen umgehen muss. Wir können nicht von oben herab regieren hier. Das funktioniert einfach nicht. Dann erreicht man den